Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu Greedfall. Wir haben, hochala, haben jetzt genau das herausgefunden, was wir herausfinden wollten. Wir müssen jetzt zum Bischof. Ich bin nur gerade am Überlegen, wie ich da am besten hinkomme. Okay. Ich war mal wieder ein bisschen lange nicht dran. Ich bin gerade am Überlegen, wie ich sprinte. Und hier bin ich definitiv falsch, oder? Ich hab's herausgefunden. Ja, das ist immer das, wenn man immer so ein bisschen... ja. Ein bisschen Zeit vergehen lassen hat. Ich hätte doch hier lang gemusst, okay. Da, weil ihr habt sicherlich schon gemerkt, also die, die... mich verfolgen, haben sicherlich gemerkt, dass ich jetzt nicht mehr jeden Tag hochlade. Okay. Da ist es nicht. Also dann vielleicht doch hier rein. Und dann mal gucken, ob es hier wäre. Ah ja, klar. Ich lade nicht mehr jeden Tag hoch, weil ich erstmal nach dem Tod meines Sohnes halt erstmal mein Leben so ein bisschen wieder in den Griff kriegen muss. Hört sich vielleicht für einige blöd an. Ja, aber... Und ich habe dann halt auch nicht mehr so die Zeit. Ich beschäftige mich jetzt halt viel mit den Kleinen, mit Ghost halt und lese jetzt ein bisschen mehr oder spiele einfach nur privat ein bisschen was. Das tut mir jetzt mittlerweile ganz gut. Und ich nehme dann halt nur noch ab und zu wirklich auf und mache jetzt halt nicht mehr wirklich jeden Tag bam, 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 durchgehend und so weiter und so fort. Sondern vorläufig wird jetzt erstmal, also es werden halt Let's Plays weiterhin kommen. Aber sie kommen dann halt, wenn ich Zeit dafür habe, wenn ich Lust drauf habe. Dafür kommen aber nicht vereinzelt halt Folgen, wie zum Beispiel heute kommt jetzt Folge 10 und in 4 Wochen kommt Folge 11 oder so, sondern wenn, dann kommt natürlich ein ganzes Spiel am Stück, also eine ganze Playlist am Stück raus. Und dann werden vielleicht, sagen wir mal, zum nächsten Spiel vielleicht 2, 3 Wochen vergehen und dann kommt halt wieder das nächste Spiel raus. Oder es folgen gleich direkt 2 Spiele im Anschluss, je nachdem, wie ich halt Zeit habe zum Aufnehmen. Denn ich tue mir ab jetzt die Ruhe halt an. Vielleicht wird es irgendwann mal wieder ein bisschen besser. Ah, Your Excellency. The Enlightened must have sent you. I would like to ask a favor of you. I'm listening. As you may be aware, we suspected this island might be the one St. Lucius wrote about. Is that so? We did, but let me explain. This island was where St. Matthias lived at the end of his life, and where he founded a perfect community. Some time ago, we created a village which we called Eden, following his example. We chose this place as it seemed to be the closest to the one described in the Holy Scriptures. It is a home to a community of converted islanders, accompanied and guided in their budding faith by our theologians. As you can imagine, it is of the utmost importance to us, all the more so because we discovered some tablets there which were engraved by our founder. An extraordinary discovery that confirms your suspicions. I see you understand. Alas, these tablets were stolen, probably by the islanders who still reject our influence. I know that you are generally well accepted by the natives. That is why I was hoping that you could help us to retrieve what belongs to us. I suppose I could go to Eden and try to retrieve them. Marvelous. The leader of the community, Father Justinius, will be able to answer your questions. May the Enlightened assist you in this holy quest, Your Excellency. Dankeschön. Aber ich habe jetzt erstmal ein anderes Gespräch zu führen. What do you want from me, my daughter? Lady de Sade, emissary of the congregation. Ah! The congregation still has the uncanny gift of surprising us. I am Bishop Domitius. I represent the Ordo Luminous on the island. What can I do for you? I believe you have a few problems with the Nauts who reside in the port.
We have problems with all matter of heretics, my daughter. And of course the pagan Nauts would be among them. They are very secretive, and have all sorts of strange rituals that they keep to themselves under cloak of mystery. The sorcery they employ to guide their ships is drawn from nature, just like the sorcery used by the natives. And to top it all off, and this is where it stings, we suspect them to be at the origin of the Malachor. Whatever do you mean? How? Have you ever once crossed paths with a Nort suffering from the Blood Plague? Why are they spared? The only logical reason is that they are at its origin, calling upon various cursed rituals. It's as simple as day. I am certain that we will find clues of their rituals and their pagan idols in their stockhouses in the port. What a nest of absurdities. What other reaction would you expect from those responsible for the curse that afflicts us? Very well. Let's just agree that these rumors need to be verified. Anything else? Nö, sonst habe ich nicht wirklich etwas. Gut, dann werden wir halt die Sache untersuchen. Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass das wirklich was mit den Nauten in dem Punkt zu tun hat, dass er hier Rituale... Mein Gott, was ist denn los mit mir? Rituale durchführen oder sonstiges. Also, ich kann mich aber auch irren. Folgen wie üblich zum Dorf, von dem Petrus gesprochen hat. Nee, ich muss dahin. Untersuche, genau. Mein Gott, kann ich jemand endlich mal dieses arme Tier da abnehmen, ey? ich versuche mal hier lang, weil das sieht sehr nach so Umzuggebiet. Untersuche das Verschwinden der Nauten. Okay. Kann man hier nicht irgendjemanden... Da sitzt doch jemand. Fragen? Good day. I am looking for several sailors. Some Nauts that disappeared a few days ago. Sorry, that doesn't ring any bells. But I did hear talk like everyone else on the port, but that's all. You should ask the Mage Inquisitors who have taken up lodgings here of late. They must have certainly seen something. We see them everywhere, and they spend their time spying on all that moves, especially eyeing all that the Nauts are up to. And what do these Mage Inquisitors look like? They wear a very peculiar symbol. We cannot question all the Inquisitors roaming around the port, especially considering what we've learned from Demetius. They must be doing everything in their power to discover the Nort's secrets. Gut, dann wollen wir weiter. Da hinten wird mir noch jemand angezeigt. Good day. I'm looking for two men, Nauts, that went missing a few days ago. Do you know anything about them? Why? As a matter of fact, I do. 3 or 4 days ago, I was at the tavern having a conversation with a sailor, a nice fellow. He was telling these stories. He was drinking hard. He went outside for a moment to, you can imagine, and well, he never came back. He wasn't that drunk to have passed out. If it were that, we would have found him. No. Something happened to him. That's a fact. But I would be at a loss to tell you what. If one of the sailors disappeared as he came out of the tavern, that's where we should go. If we find Inquisitors there, they'll certainly know more than the ones we see here. Ja, das denke ich nämlich aber auch. Dann fangen wir direkt. Ich sehe übrigens diese ganzen leuchtenden Sachen, aber andauernd anhalten und diese Sachen da aufsammeln. Na. Ich möchte es mir ja nicht so einfach machen. Und jetzt sind wir schon wieder hier. Diese Stadt, in der anderen, gar kein Problem. Aber hier in der... We're approaching the tavern. If we want to eavesdrop on conversations, we should be discreet.
Ich kenne mich hier absolut nicht aus und ich verlaufe mich hier immer und immer wieder. So. You again. Why am I not surprised to see you implicated in this story of surveillance? I have no idea what you're talking about. A witness told me that you and others of your order seem to be spying on all comings and goings in the port. Two Nauts were captured not long ago. You had to have seen something. You are mistaken, my daughter. You've been misinformed. Ihn provozieren, Petrus das Wort erteilen, auf geistliche Hierarchie berufen. Geistlich ist aber bei mir Minus. Ich mach mal Petrus. You do know that lying is forbidden in the sacred texts. Lies from someone as pious as yourself, Petrus. All politics. Why am I not surprised to see you playing the lawyer to infidels? Remember your manners, Aloysius, and tell us politely what this is about. The Mother Cardinal will be most saddened to hear that you have shown aggression to an emissary, and you know she'll listen to me. I do not appreciate this attempt at intimidation. But very well. Since you insist. These Nauts were arrested. We were forced to interrogate them to bring to light their pagan rituals. It wasn't a sanctioned arrest, was it? No. The Mother Cardinal is not aware. Not yet. But as soon as we have succeeded in making them talk and they have confessed their heresy, she... Of course. Where did you take them? The Coin Guard has lent us their jails and some men. We do not normally like to call upon the services of these brutes, but we have need of their skills and discretion. These Inquisitors really do not realize the consequences of their actions. We will have to proceed with caution. Ich dachte gerade, das sah gerade so aus, aber es ist meine Laterne hier. Als wenn da jemand drin rumläuft. Okay, jetzt muss ich wieder gucken, wo ich lang muss. Ich weiß nicht warum. Ich habe hier wirklich gar keine Ahnung. Warte mal. Groschengar. Ich bin nicht richtig. Ich bin nicht richtig. Nee. Definitiv nicht. Vielleicht hier? Nee, ich bin ja jetzt schon. Warte mal da. Good day, Desade. How can I help you? Nach den Geheimnissen der Nauten fragen. I met the representative of the Ordo Luminis, and he spoke of his fears concerning the Nauts. That hardly surprises me. That man is full of pride and arrogance, and sees evil wherever he gazes. That bishop is not made of milk and kindness, but his questions are intriguing. He suspects you to be somehow responsible for the Malachor. Because you never fall prey to it. Responsible for the Malachor? And how? Through your magic. Some sort of ritual. Do you use a magic very similar to that of the natives? I have nothing more to say about it. Those are merely the fantasies of a lunatic. More questions? Thanks. I've got everything I need. The commander will probably not tell us anything more about the Nauts' secrets. But the documents at the Harbormaster's office may teach us something new, if we can stay discreet. Hier war gerade irgendwas. Mir wurde gerade was angezeigt, jetzt ist es wieder weg. Ja, mir wird oben, das ist komisch, mir wird oben was angezeigt. Ich komme von hier aus aber gar nicht nach oben, oder? Okay, Gebiet der Nauten betreten nicht erlaubt. Ach, geh mal aus dem Weg hier. Okay, dann versuchen wir es mal hier rum. Ich tue mich anschleichen. Hmm.
May the Enlightened protect me in this battle! Bit of poison on my blade. Then let's go! Sorry. Von hier kann ich nicht rein. Ich muss aber irgendwie hier hoch. Oh. May the Enlightened protect me in this battle! Bit of poison on my blade. Then let's go! Take a potion if you want to cast more spells. May the shadow engulf our enemies. Wir hätten das auch ruhiger klären können. Definitiv ruhiger. Befehl aus dem Hafenamt an die Nauten, die die Lagerhäuser bewachen. Die Anzahl der Wachen, die in den wichtigsten Lagerhäusern patrouillieren, muss unverzüglich verdoppelt werden. Verkleidete Inquisitoren wurden in der Gegend gesichtet. Sie versuchen vermutlich, in die Lager einzudringen. Lasst Vorsicht walten und sorgt dafür, dass niemand in diese Lagerhäuser gelangt. Nur die Nauten dürfen hinein. Unsere Geheimnisse müssen um jeden Preis geschützt werden. This note speaks of a secret hangar. We should investigate. Even though it's sure to be well guarded. That way, we'll know exactly what the Nauts are hiding from us. I can assure you, we're not hiding anything reprehensible. But if you absolutely want to check it out for yourself... Hm. Holla. Komm ich jetzt hier irgendwie wieder raus? Ich muss da jetzt wieder rausgehen. Okay. Aber ich muss die Dingens ja auch noch befreien. Also, müssen wir jetzt mal erstmal gucken hier. Bis jetzt wird mir nur. Okay, beides ist da hinten. Also gehe ich jetzt erstmal in diese Richtung und dann gucke ich erstmal. Befreie die gefangenen Nauten. Das machen wir jetzt als erstes. Jetzt muss ich hier hoch irgendwie? Was aber nicht funktioniert. Vielleicht da weiter lang? Ah, guck mal. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Kasernenstraße. Sprechen wir als erstes mit ihm. Greetings. Quartermaster Herbert. I'm in charge of these barracks. And you are? Desarde, Legate of the Congregation. Nice to meet you, Your Excellency. And what can I do for you? That will be all, Quartermaster. Thank you. Ich dachte, wir könnten das jetzt vielleicht so drehen, dass uns irgendwie hilft. Aber anscheinend nicht. Jetzt muss ich irgendwie erstmal nach unten kommen. Da ist eine Treppe, das sieht sehr gut. Ah, da. Perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Da lang. Sind wir alleine? Nö. Können wir die so einfach befreien? Sind wir nicht mit dem... Ja, der gute Mann redet eh nicht mit uns. Okay. Achso. Halt! You have no authority to go any further. Ihn bestechen, gewaltsam vordringen. Ach komm, wir bestechen den. And if I gave you this so that you might go and have a little fun? In that case, I could certainly look the other way for a while. But be discreet. Immer diese Bestechungen. Locked.
you. Thank you for getting us out of there. Those Inquisitors are completely mad. They tortured us. They wanted us to admit to all manner of horrors. Mm-hmm. Stories of some demonic cult and curses of Malachor. I was of the firm belief that they were going to kill us. But you must make haste. They are planning some sort of wickedness. They spoke of a great purification. And after that, they did this to us. It doesn't bode well, not at all. I heard them talking about their headquarters near the palace. Maybe you'll learn something there of interest. Thank you again for freeing us. We'll be able to make it back to port on our own. We need to discover what is behind this talk of purification before they can execute their plan. And we should probably find out more about this secret first. If we don't discover anything reprehensible, we'll have an easier time convincing the Mother Cardinal to intervene. Okay, wir haben einiges zu tun. Lass mal gucken eben. Ich bin in den Betritt in das Lager der Nauten da. Dem folgen wir jetzt erstmal. Das sieht definitiv nach Lagerhaus aus. Aber von hier komme ich nicht da rein. Okay. Einmal komplett rum. Schon wieder rum. Oh, ich war doch hier schon gerade vorhin. Sagt euch, verlauft mich hier ständig. Ich gehe jetzt. Da war ich. Hier war ich doch gerade. Nein, 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 nein. Das kann nicht richtig sein. Da bin ich vorhin reingegangen. Also gehe ich jetzt einmal komplett außen rum. Mhm. Schaut gut aus. Oh. Halt! These buildings are the property of Nortz. No one is authorized to enter. Ich lass Vasco sprechen. Step aside, guard. I am Captain Vasco, and I am under the orders of Admiral Cabral herself. We are here to inspect this House of Wares. Thousand pardons, Captain. I didn't see your ink scars. Enter, if you please. Also es geht auch so. Also ich finde, das finde ich natürlich ein bisschen gut an dem Spiel, weil es gibt einem ja immer wieder halt so Wege, dass man das halt so drehen könnte. Zum Beispiel beim Schloss. Entweder hat man Schlüssel oder man benutzt Schlossklacken oder man... Mich juckt es schon wieder. Ich weiß nicht, ob einige das kennen, durch meine Tattoos. Immer wenn schlechtes Wetter kommt, so richtig uselig, kaltes Sturm, so Regen, dann... werden meine Tattoos immer so 3D-mäßig, sag ich mal, also auf der Haut, so die treten halt so ein bisschen hervor und dann jucken die wie Hölle. Man sagt immer so, das ist so vergleichbar wie diese Kriegsnarben von früher, dass sie dann immer gejuckt haben bei schlechtem Wetter, aber das juckt wie Teufel juckt das, ehrlich. Sonst habe ich keine Probleme damit. Weder beim Stechen noch beim Tragen an sich selbst, sage ich jetzt mal. Nur immer dann, wenn das mit dem Wetter wirklich so ist. Gerade so in der Winterzeit. Und mich hat gerade ganz frech eine Mücke auf die Wange gestochen. Dann versuchen wir jetzt mal herauszufinden, was hier los ist. So, wir haben hier was. I've already seen this type of engine in my uncle's court. It's used to spy upon the stars. These objects are called sextants. Looking at the heavens through them, we can determine and track precisely the course of our ships. Nothing magic or impure therein. They are nothing but measuring instruments. So, hier haben wir auch was Schönes.
Notizen der Admiralin. Der Ruf des Delfins. Der Dreizack muss so schnell wie möglich repariert werden. Außerdem sollte das Barometer ausgetauscht werden, da das an Bord Befindliche nicht so präzise arbeitet, wie es sollte. Die Besatzung konnte den Sturm nicht rechtzeitig ausweichen, was uns ein Segel kostete. Ich bitte um Diskretion. Die Inquisitoren beobachten uns. Admiralin Cabral. Oh, Gott. These machines are extremely complex. I've never seen anything like this. This one looks like it has a shouting dolphin etched into its side. I wouldn't begin to know how this one works. It's a new model, invented recently. It's designed to measure the depths of the oceans. It's extremely useful. And that, it looks like a thermometer. And this other machine, does it really predict the weather? The second instrument is a barometer, and it does indeed predict where the weather is going to be. Nothing magic in it either, I can tell you that. These instruments are incredible, and I would be hard-pressed to use them. But I certainly see nothing magic in here, nor anything diabolical. For as long as they work and are really used, these instruments seem to be the product of science. And I have definitely found nothing related to the Malachor, nor a secret sect or cult. Mr. Domitius has let his imagination and the taste of Nort's secrets get the better of him. I don't think you realize the importance of what you have just seen. These instruments allow us to dominate the oceans and discover new worlds. Keeping this secret has enabled us to remain the only ones capable of navigating the high seas. Everyone just thinks you use a magic of your own. We were the ones that spread that rumor. It harms our reputation, but protects us from competition. And this story about the Malachor? I have no way to explain why we don't catch it, but we're not responsible for it. I truly hope you'll reveal nothing of what you've discovered in this place. Finde Beweise gegen den Orden Luminus. So, jetzt muss ich wieder nach unten. Das haben wir ja jetzt geklärt. So, ich hatte mir aber das schon irgendwie gedacht. Also da. Now our priority is to discover what this great purification is. Ich hätte auch hier lang gehen können, okay. Muss man erstmal drauf kommen. Ein bisschen Schloss knacken kann ich noch. So, befinde die Beweise gegen den Orden Luminus. Hurala! Take a potion if you want to cast more spells. Wieso haben die uns denn jetzt angegriffen? Wir durften doch hier lang. Ist ja eigenartig. Ich gehe nur noch da lang, wo ich auch lang gehen darf demnächst. Okay, der Orden Luminus. Dann muss ich... Huch, Hund hat sich gerade umgedreht. Hierfür rein. Geradeaus? Nö, geradeaus war definitiv falsch. Dann hier lang. Come closer. Ah, da. Gucke mal. Hier waren wir doch schon mal. Okay, finde Beweise. Gehen wir hier mal als erstes rein. Hier ist nichts. Irgendwie Blut drin. Da kann es ja nur noch oben sein. Habe ich hier erschrocken. Protect me in this battle. Bit of poison on my blade. Then let's go!
Take a potion if you want to cast more spells. Let's see if you can ward off the... Hab ich mich erschrocken gerade, ey. Irgendwas Lilanes aufgesammelt. Okay, hier ist nichts, hier ist nichts. Könnte ja dann nur noch hier. Wird gefoltert. Nachricht vom Inquisitor Bischof Domitius. Die Läuterung der Nauten wird beginnen, sobald diejenigen, die in unseren Gefängnissen schmachten, gestanden haben. Dann haben wir genügend Beweise, um die Mutter Kardinalin davon zu überzeugen, uns handeln zu lassen. Es ist höchste Zeit, dass wir diese Ketzer beseitigen, denen es erlaubt ist, sich frei in unseren Städten zu bewegen. Bleibt bis dahin unauffällig. Wir wären in einer heiklen Situation, wenn unser Plan zu früh bekannt wird. We must meet with the Mother Cardinal urgently. Only she can put an end to this madness. So, und ich verabschiede mich jetzt bei euch. Denn ich muss Schluss machen. Tschüssi, bis zum nächsten Mal.